Es war mir besonders ein Herzensanliegen, dieses Thema zu setzen, weil das in der Öffentlichkeit weitestgehend wenig behandelt wird. Wir reden also von dem Umstand, dass ein kritischer Journalist inhaftiert worden ist in einem undemokratischen System unter völlig undemokratischen Bedingungen. Wir rekapitulieren das nochmal, die Eltern werden sicher was dazu sagen. Billy Sixx sitzt also unter völlig fadenscheinigen Vorwürfen in einem Militärgefängnis, in dieser sozialistischen, in Anführungszeichen, Vorzeigerepublik Venezuela. Es gibt einen Film darüber, dass das BBC mal gemacht hat, dass es nicht in Verdacht steht, irgendwie AfDler zu sein. Der heißt The Shopping Mall That Became a Torture Prison. Seit 119 Tagen sitzt Billy Sixx da. Reporter ohne Grenzen bezeichnen die Vorwürfe gegen Billy Sixx als Hanebüchen. Bis zum heutigen Tag werden die normalen Menschenrechte völlig eingeschränkt. Besonders deutlich wird der Skandal dieser Untätigkeit, wenn man sich den Fall ebenfalls in Venezuela festgenommener Journalisten anschaut von EFE und TVN. Da wurden zwei französische und spanische Kollegen und zwei ihrer Kollegen aus Kolumbien unter ähnlichen Vorwürfen festgenommen und inhaftiert wie Billy Sixx. Anders als die deutsche Bundesregierung hat sich sowohl die kolumbianische als auch die spanische und die französische Regierung unverzüglich und kompromisslos für die Freilassung dieser Journalisten eingesetzt. Das ist in dem Fall nicht der Fall. Wir haben tagesaktuell erlebt, dass sich die Tatsache, dass die Presseakkreditierung für Journalisten in der Türkei nicht verlängert wurde, Thema war der Bundesregierung. Frau Merkel hat sich dazu geäußert. Ja, das ist bei Billy Sixx nicht das Thema. Wir bringen diesen Antrag ein und setzen diesen Antrag als Gradmesser, wie weit es Rot-Rot meint mit Meinungsfreiheit, ob es legitim oder aus deren Sicht legitim ist, dass man sagt, gut, wenn die Leute halt nicht unserer Meinung sind, dann gehören die auch in so einen sozialistischen Folterknast wie in Venezuela. Das werden wir sehen. Und ich freue mich sehr auf diese Debatte, weil da wird sich, das ist der Gradmesser für den Einsatz für Meinungsfreiheit, für den Einsatz für Menschenrechte im unideologischen Sinne. Und da sind wir sehr gespannt auf diese Debatte. Aber ich möchte auch den Eltern, und ich bin sehr dankbar, dass die Eltern die Zeit gefunden haben, hier zu sein, möchte da nicht vorgreifen und würde Sie bitten, das Ganze mal zu erläutern, auszuführen, damit uns das allen klar ist, für die, die es noch nicht begriffen haben oder verdrängt. Danke sehr. Ja, wie schon gesagt, wir sind die Eltern, Edward, mein Name, Ute, meine Frau. Die Eltern von Billy Sixx. Eingehend möchte ich erstmal vielleicht ein paar Worte verlieren, was unser Sohn eigentlich dort macht und was er überhaupt macht. Er ist 2004 als Schüler mit 17 Jahren in so einem Schüleraustausch für eine Woche in Bosnien gewesen und hat dort die SFOR-Truppen besucht. Und er war schockiert, als er wiederkam. Wir haben ihn total verändert damals erlebt, dass ein Krieg stattgefunden hat, quasi vor der Haustür von Deutschland. Und niemand hat groß darüber berichtet. Also ihm war zu dem Zeitpunkt nicht klar, dass dieser Krieg dort überhaupt stattfand. Und hat er gesagt, also sowas will er eigentlich nicht nochmal erleben, dass ihm quasi solche Informationen vorenthalten werden. Und er hat dann vor 10 Jahren, 2009, angefangen, auf die Welt zu schauen und zu gucken, wo verändert sich die Welt, wo sind Veränderungen im Gange, und ist dann unter anderem in Syrien gewesen, in Libanon, er war in Ägypten auf dem Tahrirplatz, er war im Maidan, also nicht im Maidan, er war in der Ukraine, auf dem Maidanplatz und auch im Donbass. Und er hat dort immer versucht, beide Seiten zu treffen. Also er ist als freier Journalist, nicht angestellt irgendwo, unabhängiger Journalist hingereist, ohne ein Budget, ohne Geld, irgendwie, dass irgendjemand ihn finanziert hätte. Und er schafft es halt auch quasi ohne Geld dort auszukommen, weil er mit den Menschen zusammenlebt. Also er lebt mit ihnen zusammen. Er war zum Beispiel nicht etwa im Hotel, sondern er hat im Maidan, auf dem Maidanplatz in den Zelten dort geschlafen. Er hat auf dem Tahrirplatz auf diesem Platz wirklich geschlafen mit den Leuten und zu dem Zeitpunkt, wo wirklich auch die Lage recht kritisch war.
Und er berichtet darüber, was er erlebt. Er lässt die Leute zu Wort kommen, die dort direkt involviert sind in diesem Konflikt. Und er stellt fest, dass es eben bei jedem Konflikt bei beiden Seiten durchaus Meinungen gibt, die man beidseitig vertreten kann. Also dass Leute da sind, wo man sagt, ich verstehe, warum du dich dafür einsetzt. Und wenn man dann auf die andere Seite quasi geht und die fragt, dann sagt man, verstehe ich auch, warum das so ist. Letztendlich hat er darüber berichtet. Und man kann sich vorstellen, wenn man von zwei Seiten berichtet, dass natürlich schon fast sicher irgendjemand, hier in Deutschland nicht, erfreut ist darüber, was er hört. Das passt halt nicht unbedingt in die offizielle Meinung rein. Und dann hat er eben halt das Problem, dass es auch niemand drucken will, dass es niemand überhaupt publizieren will. Gut, was ist hier jetzt in Venezuela passiert? Er war also völlig frei 2017, hat er überlegt, wo geht er hin, und hat festgestellt, in Venezuela könnte es mit den Wahlen, die auch dort in Aussicht standen, durchaus wieder eine Umwälzung geben. Ja. Er wollte also dort sehen, was passiert da, wie ändert sich die Politik, und die Leute eben halt dort zu Wort kommen lassen. Er ist 2017 im Sommer dort gewesen. Vielleicht noch einen Punkt, weil alle immer sagen, er begibt sich selbst in Gefahr. Ich habe ja jetzt schon mal aufgezählt, wo er überall war, und er hat es geschafft, in diesen 10 Jahren quasi überall unverletzt durchzukommen. Ja, es gab eine Verhaftung in Syrien damals, vor 6 Jahren inzwischen, wo er von Assad-Truppen inhaftiert wurde. Und eben halt diese Inhaftierung, wo er auch nicht etwa gesucht wurde, sondern weil er durch eine Identitätsprüfung am 17.11. letzten Jahres seinen Pass nicht dabei gehabt hat, dann ins Hotel gefahren wurde, und dann wurde er letztlich verhaftet. Am 19.11., 2 Tage später, wurde die deutsche Botschaft aktiv von den venezolanischen Behörden informiert über diese Verhaftung. Und da begann eigentlich das Dilemma. Die deutsche Regierung hat nicht protestiert gegen die Verhaftung eines Journalisten in dem Land, nicht gegen die Verletzung, die ganz offensichtlich stattgefunden hat, gegen die Menschenrechte, gegen die Pressefreiheit. Sie hat natürlich auch seine Freilassung nicht gefordert. Und was dann natürlich den Punkt noch gebracht hat, ist, sie hat nicht mal die Angehörigen informiert. In Syrien damals sind wir nach 8 Stunden informiert worden, obwohl nur das Foto vom Pass von Billy im Facebook irgendwo gepostet wurde, wahrscheinlich ist er in Gefahr, bitte helft. Da sind wir 8 Stunden später per Telefon, obwohl mein Telefon nicht mal bekannt war, informiert worden. Diesmal hat es die deutsche Regierung oder wer immer dafür zuständig ist, Auswärtiges Amt ist ja eigentlich zuständig dafür, nicht für nötig erachtet, die Eltern zu informieren. Eine Woche später haben wir durch Mithäftlinge und deren Angehörigen über verschiedenste Kanäle davon erfahren und haben natürlich logischerweise sofort das Auswärtige Amt und die deutsche Botschaft in Venezuela informiert. Da hieß es, wir wissen davon gar nichts, wir müssen mal schauen, wir müssen mal eine Bestätigung haben, ob er überhaupt da verhaftet ist, wo er verhaftet ist. Dieses Spielchen wurde noch eine Woche weitergetragen, erst Ende November hieß es dann von der deutschen Botschaft, wir haben zumindest mündlich jetzt mal eine Bestätigung, dass er verhaftet wurde. Ja, also es ging von Anfang an für mich aus unverständlichen Gründen damit los, dass eben nichts aktiv getan wurde für den deutschen Journalisten, der da in Venezuela verhaftet wurde. Was passiert, wenn man sich mal in die Gedanken desjenigen versetzt, der einen Journalisten verhaftet? Ja, es war zu der damaligen Zeit schon klar, dass Kräfte im Gange waren, die in irgendeiner Form eine Änderung im System provozieren wollten oder erreichen wollten, wie auch immer, von außen auch durchaus gesteuert. Das heißt, er ist natürlich aufgrund seiner journalistischen Tätigkeiten und was er berichtet hat, erstmal überhaupt verdächtig gewesen als Journalist, so wie genauso gerade gesagt wurde am 31.01. Journalisten, die eben halt nicht berichtet haben, Maduro freundlich, sondern einfach, was da passiert ist.
Und jetzt hat die deutsche Regierung aber nicht protestiert, wie jeder andere Staat auch. Ja, was würde ich als Maduro machen? Ich würde sagen, oh, da habe ich wahrscheinlich jemand erwischt, der wirklich damit beteiligt ist. Das heißt, es wurde eine Untersuchung gestartet, es wurden Leute verhaftet, die mit ihm in Kontakt waren. Es hat also quasi diesen ganzen Prozess gegeben, der Untersuchung, was ist nun mit diesen Journalisten, den ich hier verhaftet habe, wo die deutsche Regierung nicht protestiert, wo sich keiner für ihn einsetzt. Es gab dann eigentlich gar keinen Kontakt zu Billy. Wir hatten einen heißen Draht über Zettel und irgendwas über Mitgefangene, dass wir überhaupt wussten, wo er ist und wie es ihm geht. Mitte Dezember ist Billy in einen Hungerstreik getreten, weil sich ja niemand bei ihm gemeldet hat, und hat ein Telefonat zur deutschen Botschaft erzwungen. Ja, er hat also aus dem Gefängnis mit Hilfe dieses Hungerstreiks es geschafft, ein Telefonat zu führen, und dachte natürlich, dass er die deutsche Botschaft erstmal informieren musste. Die war ja informiert, aber sie tat halt nichts. Es hat dann letztlich zwei Monate gedauert, also bis zum 9.1., dass die großen diplomatischen Bemühungen auf höchster Ebene, und da muss man immer genau hinhören, um konsularische Betreuung der Botschaft und der deutschen Regierung, endlich ein Haftbesuch überhaupt stattfinden konnte. 2 Monate lang hat man den deutschen Journalisten in diesem Geheimdienstgefängnis quasi ohne jegliche konsularische Betreuung gelassen und eben auch keinen Druck gemacht. Da muss man vielleicht auch mal sagen, wie er dort inhaftiert ist. Er ist nach wie vor in isolierter Einzelhaft dort im Gefängnis eingesperrt. Was heißt isolierte Einzelhaft? Er hat keine Möglichkeit, zu irgendjemandem zu sprechen. Es wird ihm verboten, über den Flur überhaupt mit der Nachbarzelle zu reden, weil Gespräche unter Gefangenen generell verboten sind. Er darf die Zelle nicht verlassen. Die Zelle ist 2x5 Meter groß. Da geht das Bett noch ab. Da kann man sich ungefähr ausrechnen, wie viel Bewegung er dort überhaupt hat. Es ist eine Betonzelle ohne Fenster, mit Schimmel an den Wänden, feucht natürlich, wird nicht belüftet. Er hat keinen Rechtsbeistand. Er wurde also 3 Monate lang ohne jegliche anwaltliche Unterstützung dort gefangen genommen. Seit ungefähr 3 Wochen, seit dem 20.02. haben wir jetzt einen Anwalt, der für ihn zuständig und autorisiert ist. Er hat kein Sonnenlicht gesehen. Ja? Also ich weiß nicht, ob das jemand sich vorstellen kann, wenn man 3 Monate, inzwischen jetzt knapp 4 Monate, nicht einmal überhaupt, ich sag mal, durch ins Fenster gucken kann, geschweige denn in einen Hof gehen kann, frische Luft atmen kann und das Sonnenlicht nochmal sehen kann. Er hat jetzt genau 2x30 Minuten bekommen. Und zwar am 20.02. und am 27.02. durfte er für 30 Minuten mal in den Hof. Das war alles, was er bisher an Bewegung gehabt hat. Er hat dann, am 12.01. einen Antrag, einen offiziellen Antrag an die Bundesregierung gestellt, dass der Protest gegen die Menschenrechtsverletzungen eingelegt wird und dass die Freiheit von Billy Sixt gefordert wird. Dieser Brief ging an den Verantwortlichen, an den Außenminister Heiko Maas. Auf diesen Brief haben wir bis heute, und wir haben heute, ich glaube 2 Monate ist das her, nicht mal eine Empfangsbestätigung bekommen. Der Außenminister Heiko Maas und das Außenministerium insgesamt, die ja zuständig sind, halten es nicht für möglich, auf den Brief überhaupt zu antworten. Ja, sie sagen nicht mal, nein, wir machen es, oder ja, wir machen es. Ja, würden wir ja sofort merken, machen sie sowieso nicht. Aber nein, sagen sie nicht. Und sie halten es nicht für nötig, die Angehörigen überhaupt davon zu informieren, überhaupt ins Gespräch mit ihnen zu kommen. Wir sind seit letzten Montag im Auswärtigen Amt, mehrmals den ganzen Tag, und fordern ein Gespräch mit Heiko Maas oder zumindest mit einem seiner Staatsminister oder Staatssekretärin. Wir wurden, letzten Montag war der erste Tag, im Flur abgefertigt, so muss man das sagen. Es kamen 2 Mitarbeiter runter und haben gesagt, was wollt ihr denn?
Und wir haben dann gesagt, wir würden gerne mal drüber sprechen und wir wollen vor allen Dingen den Außenminister sprechen, warum er nicht protestiert, warum er nicht die Freilassung für den Journalisten fordert. Und dann haben wir gesagt, ob wir nicht wenigstens einen Raum um die Ecke kriegen können. Dann sind wir in den Saal um die Ecke gegangen. Das Spielchen hat sich dann am nächsten Tag nochmal wiederholt. Das ist der Umgang mit Angehörigen in solch einer kritischen Situation. Ich möchte noch mal aktuell auch zu der Lage kommen, was jetzt im Moment gerade in Venezuela abläuft. Ich meine, man hört ja einiges in der Presse, aber was wirklich abläuft, wenn man zum Beispiel keinen Strom in Caracas hat seit Donnerstag letzte Woche und man sitzt in einer Zelle, die ich gerade schon beschrieben habe, ohne ein Fenster. Ich weiß nicht, ob sich das jemand vorstellen kann, dass man, wenn das Licht nur abgeschaltet ist, und wir haben einen Tag vorher mit ihm gesprochen, das heißt, wir haben ihm gesagt, wie die Situation ist, dass der deutsche Botschafter ausgewiesen wurde aus dem Land und dass eben halt dort die Gefahr eines Bürgerkriegs steht, durchaus auch ein militärisches Eingreifen von außen. Und jetzt schaltet jemand das Licht ab für 5 Tage inzwischen und man sitzt in völliger Dunkelheit. Also ich glaube nicht, dass ihm irgendjemand eine Taschenlampe in die Zelle gibt. Ich hoffe nur, dass er überhaupt zu essen kriegt in der Zeit, also dass zumindest jemand ihm das Essen bringt, wenn er im Dunkeln da sitzt. Die Situation hat sich nicht geändert. Fakt ist jedenfalls, dass der deutsche, unser Anwalt, der wollte am Donnerstag zu ihm kommen. Wir haben dummerweise Billy davon in Kenntnis gesetzt. Das heißt, er sitzt auch noch im Dunkeln und erwartet, dass der Anwalt kommt. Er hat ihn nicht besuchen können. Es gibt ja auch keinen Handy quasi Empfang. Er hat ihn nicht besuchen können. Wir haben gerade heute noch mal eine Message gekriegt, dass er das morgen versuchen will. Das heißt, er sitzt auch noch im Dunkeln und kriegt quasi keinen Kontakt zur Außenwelt. Er muss glauben, dass der Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Und ich möchte sowieso nicht in seiner Haut stecken, aber ich glaube, im Moment ist das der Tiefpunkt überhaupt in den 4 Monaten, die er jetzt inzwischen dort sitzt. Wir haben nach unserem Aufruf am 12.01., also Mitte Januar, die Zeit? Okay, ich fasse mich jetzt kürzer. Gut. 5 Minuten? Ja, wir können ja keine Fragen mehr stellen. Nee. Ja, ich weiß, Entschuldigung, ich habe die Uhr nicht in. Alles gut. Ich antworte gerne. Ich muss eins noch loswerden, und zwar fordert ja der Außenminister seit dem 28.01. Ein faires rechtsstaatliches Verfahren von dem Herrn Maduro. Und gleichzeitig tritt er vor den Bundestag und spricht die Legitimation von Maduro ab. Er ist nicht der rechtmäßig gewählte Präsident Venezuelas. Er tritt die Rechtsstaatlichkeit mit Füßen. Ja. Und von diesem erwarte ich ein rechtsstaatliches Verfahren. Ja, wir haben von der Bundesregierung auch auf die kleine Anfrage der AfD eine Antwort gekriegt, eine offizielle, dass die Einschätzung der Bundesregierung schon seit Mai 2018 genau diese war. Wir würden gerne noch mal alle Parteien aufrufen, unserem Aufruf zu folgen, sich für Billy Sixt, dem Journalisten in Venezuela, einzusetzen. Wir sind froh, dass die AfD den Anfang gemacht hat und unseren Aufruf gefolgt ist. Wir erwarten das aber von jedem. Wir haben ja alle 709 Bundestagsabgeordneten der Parteien angeschrieben, persönlich angeschrieben und sie daran erinnert, dass sie sich doch für die Freilassung des Journalisten einsetzen soll. Er sitzt auf dem Pulverfass dort in Venezuela und seine Gesundheit und sein Leib und Leben ist in Gefahr. Und es passiert nichts. Herr Sixt, herzlichen Dank an diesen Punkt. Okay, ich darf noch einen Satz anfügen, bevor wir zur Fragerunde kommen. Deshalb haben wir diesen Antrag eingebracht, um das zu thematisieren, parteiübergreifend. Ich erwarte hier in Brandenburg im Landtag nicht, dass die Parteien überhaupt das Abstraktionsvermögen besitzen, sich mal wirklich auf Kernkompetenzen wie Menschenrechte und Menschenwürde zu fokussieren. Und die Behandlung mit diesem Antrag ist der Gradmesser dafür, wie ernst es rot-rot ist mit Menschenrechten, mit Menschenwürde, mit Meinungsfreiheit. Und ob Meinungsfreiheit aus Sicht von Rot-Rot und Menschenrechte nur für die gelten, die der eigenen Linie folgen, oder ob es legitim ist, dass andere, die kritisch berichten, dann gerne in sozialistischen Folterknästen sitzen und da verrotten können. Das werden wir sehen in der Plenardebatte. Da bin ich sehr interessiert und da bin ich sehr gespannt. Und
egal welche vermeintlich schäbigen Ausreden gegebenenfalls gefunden werden, um dann den Antrag abzulehnen, weil die Kommasetzung nicht passt oder irgendein Blödsinn, die Menschen draußen im Land nehmen das wahr. Die Menschen draußen im Land nehmen das wahr. Ich erwarte auch keine erweiterte Berichterstattung, auch der RBB, diese rot-rote Hofberichterstattung, Woidke TV, wird sich da mutmaßlich kaum darauf einlassen, einen Beitrag zu senden, weil es geht ja nur um die Menschenrechte eines Einzelnen. Ja, und das war mir wichtig. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ich weiß, es ist nicht leicht. Und übergebe an den Pressesprecher. Danke.